Hallo, zurück bei Besiege, bei der Brunnenvergiftungsaktion, eventuell. Der hat ein Dach und wenn ich hier die Giftdinger reinmachen will, werde ich in jedem Fall auch eine Zugriffsvorrichtung brauchen. Überlege jetzt gerade, am einfachsten ist natürlich nach unten grabben. Und das dann einfach fallen lassen. Und logischerweise müsste ich dann aber auch über den Brunnen drüber fahren. Das könnte interessant werden. Bin gerade noch nicht sicher, wie ich das beides hinkriege. Also tragen und über den Brunnen drüber fahren. Dürfte aber vielleicht von der Breite hinkommen. Und damit ich dann drüber fahren kann, werde ich natürlich die Reifen etwas tiefer machen müssen. Ja, vielleicht so. Dann machen wir hier Räder dran. Wir können es auch noch immer noch so zusammen machen. Nur halt hier vor, also die Verstrebung von links nach rechts darf nicht vorhanden sein. Damit ich da halt drüber fahren kann. Das wäre meine erste Idee. Dann brauchen wir vorne noch was zum Zerstören. Damit wir den Brunnen da auch wegmachen können. So, dieses Dach. Links und rechts. So, erstmal nach unten setzen und schauen, ob das wirklich so ist, wie ich das mir hoffe. Okay, die Leute laufen weg. Ja, okay, also ich muss vorne was zum Zerstören drauf machen. Welcher Höhe ist das Dach? Machen wir noch eins höher. Dann machen wir hier einen Piston dran. Was war das nochmal? Grabber brauche ich noch nicht. Irgendwas. Achso, wie ging das nochmal? So, bitte ein wenig nach hinten. Und den Spike fährt man aus mit H. Wahrscheinlich wird es jetzt nach vorne umgehen, ne? Nö. Vielleicht ein bisschen zu hoch. Mal schauen. Nee. Okay, das kriegen wir weg. Und die spannende Frage, bevor ich jetzt einen Grabber baue, kann ich hier drüber fahren? Nicht ganz. Das muss ein bisschen breiter sein. Gut, dass wir es getestet haben, ne? Dann kann ich nämlich hier nochmal den rechten Kladderadatsch wegbauen. Da fehlt mir immer noch so ein bisschen, dass man einfach sowas hat. Ich möchte da nochmal was zwischenbauen, dann einfach den Teil ein bisschen nach rechts verschieben. Dass man das nicht alles neu bauen muss. So. Und so. So, dann muss ich das Ganze jetzt nochmal ein wenig nach hier verschieben. So. Nein. Nein. Schön, mache ich das. So, das weg und das weg. Hier, das darf wieder verbunden werden.
Und da kommen dann auch wieder ja. So, Motorwheel. 4 Stück. Die äußeren wieder zum Steuern. Das kennen wir mittlerweile bei mir. Ja, dass das Ding da vorne nicht mehr in der Mitte ist, das stört mich jetzt eher weniger. Gut, so habe ich mir das gedacht. Jetzt brauchen wir halt nur noch etwas, nur noch zum Hochheben und Ablassen. Ich möchte das auch nicht zu tief machen, dass ich da wirklich viel Platz habe, um das hochzuziehen und abzulassen. Das könnte schon zu viel sein. Weil ich brauche ja einen Pisten und einen Grabber. Bin nicht sicher, ob das... Okay, hier muss ich jetzt etwas anderes drauf machen. Ich habe die Befürchtung, dass das nicht weit genug runterreicht. Wenn ich mir mal die Giftdinger da anschaue, ich bin nicht sicher. Da muss noch ein Piston, ein weiterer dazwischen. So. Und jetzt den Grabber da. Hä? Warum zeigt er jetzt in die falsche... Ah ne, das sah nur so aus. Ich dachte, er zeigt in die falsche Richtung. So, der muss natürlich auch auf G. Bisschen hier Übersicht verschaffen. Okay. Ach, jetzt geht das natürlich nicht hoch genug, ne? Jetzt komme ich damit. Oh. Da brauche ich halt viel mehr Spiel. Spiel ist das richtige Wort dafür. Ich muss weit genug nach unten, um das Ding einzusammeln, aber hoch genug, um über den Brunnen ranzukommen. So. Ist auch wieder super stabil wahrscheinlich danach. Oh, höher wird es auch gar nicht mehr gehen. Oh, jetzt machen wir da 3 Pistons Minimum. Brauche ich 3? Ich habe wirklich die Angst, dass ich das überhaupt so nicht hinkriegen werde. Wie weit wird das dann runterhängen? Das ist auch unten nur Speed, das ist nicht, wie weit es ausgefahren werden kann. Ja, aber doch, das könnte vielleicht hinkommen. Jetzt erstmal das ordentlich bitte kaputt machen. Wie schön, dass ich mir jetzt nicht gemerkt habe, was das war für Grabber. Womit lasse ich das denn los? Ja, schön, wenn man nicht an alles denkt. Grabber ist natürlich V. Natürlich, wusste ich doch. So. Hoffentlich tröpfelt da nicht schon das Gift raus und...
Ach, auch noch zwei. Wie schön. Mehr Gift. Und mir dabei bitte nicht mein Fahrzeug kaputt fahren. So. Stabil ist es auch nicht wirklich, aber es sollte für unsere Zwecke hoffentlich reichen. Hey! Alle Leute vergiftet, die da vor uns weggelaufen sind. Bin ja froh, dass die Rinder hier nicht irgendwie Bomben drauf haben. Das hatten wir auch schon mal. Hier, du brauchst nicht wegrennen. Hier, geh mal zum Brunnen. Da ist lecker Wasser für dich drin. Na komm. Ich will dich doch nur mal festhalten. Oh, Entschuldigung, Wolfgang. Kein Wasser für dich. Ja, ich werde mir das sicherheitshalber mal speichern, weil so eine Greifmaschine, so das Grundgerüst, hätte ich nichts gegen. Das ist dann, da sehen wir noch die ganzen schönen Sachen, die wir mal gebaut haben. Mein Gott, wenn ich mir da ansehe, was wir teilweise für Sachen hatten, da wird mir ganz schlecht. Greifer. Gespeichert. Gut, war jetzt ein bisschen schneller. Aber auch hier, wie bei dem vor mit der Kurbel, es ist mal ein bisschen was anderes. Wir hatten früher schon mal, okay, irgendwie Erz stehlen, aber jetzt so einen Brunnen, Dach wegmachen, dann so Giftfässer reinschmeißen, hat was. Ist mal ein bisschen was anderes. Okay, 90% aller Kanonen zerstören. Wie viele sind das? 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16. Das heißt 1,6. Alle bis auf eine. Stehen die ja nur rum? Muss ich die nur wegschießen? Nö. Interessanterweise habe ich dafür schon Fortschritt bekommen, obwohl ich nicht bewusst eine weggemacht habe. Aber egal, das schauen wir uns dann sowieso erst in der nächsten Folge an. Ich glaube, das könnte spannend werden. Bis dann.